Ich muss nun nachdenken, was nun los ist. Ich verstehe es nicht, ich verstehe einfach die ganze Situation hier nicht. Was hat dieser Geist damit zu tun? Und was hat die Zahl 43 damit zu tun? Und warum vertuscht Russland hier alles? Ich verstehe es nicht. Ich werde mich jetzt nochmal aufmachen in die Stadt und versuchen herauszufinden, was ich in diesem Haus gehört habe. Damals, als der Jeep bei mir vorbeigefahren ist. Ich möchte endlich ja wissen, was, wie und warum das hier los ist. Ich kann auch nicht mehr weg, ich habe kein Fahrzeug mehr. Irgendwie ist mein Lager verschwunden und dort steht jetzt nur noch ein Sensenmann. Warum? Warum der Sensenmann? Will der hier, der das hier veranstaltet, dass er glaubt, ich bin tot? Hä? Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ich mache Reporter schon Ewigkeiten. Doch so einen Krankenfall hatte ich noch nie. Was immer das hier ist, es ist seltsam. Und es ist vielleicht sogar mystisch. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Es könnte auch nur ein außer Kontrolle geratenes Experiment geworden sein. Ich werde nicht direkt, oder doch, ich gehe lieber direkt zum Haus. Aber ich muss mir echt jetzt Gedanken langsam machen, wie ich von hier wegkomme. Ich habe so viel Material, dass ich der Zeitung alles liefern kann und auch dem Internet werde ich so viele reichen mit diesem Thema. Gerade auch auf YouTube wird und auf unserem Channel alles veröffentlicht werden. Ich verstehe aber nicht, wie könnten wir das den Menschen verklickern und wie glauben die uns das? Oder glauben die, das ist alles hier gefälscht? So, ich gehe jetzt erstmal nach oben in das Haus. Da ist auch nichts. Ganz langsam jetzt. Vorsichtig. Was ist das? Luftballone? Hä? Und warum schweben die noch? Das sind eindeutig Luftballone. Was ist da oben? Ein Trank. Ein Mikroskop. Okay, ich muss darüber hüpfen. 3, 2, 1. Uah! Okay, super oben. Was ist das? Ein Kinderbett? Was ist das? Überall kleine Spielzeug, Teddybären, Wischmopp, Xylophon, 2 Safes. Hä? Wo bin ich denn hier? Wow, das ist eine Kamera. Okay, eine ziemlich alte sogar. Okay, das ist ja auch alles irgendwie seltsam dekoriert. Eine Kamera, die ist uralt. Was ist das für ein Gemälde? Ein schwarzer Mann? Es könnte der schwarze Geist sein von vorhin. Und warum sind da Skelette drauf? Fotografieren, schnell. Sehr gut. Hier ist ein Klavier. Warum sind die... Hä? Was ist das? Kerzen? Und wieso brennen die noch? Und wer ist der Tote da drauf? Hä? Was ist hier los? Wer kommt da? Fuck, ich kann mich nicht verstecken. Hallo? Na, Abschaum, war schwerer dich zu finden als die normalen russischen Soldaten. Moment mal. Warum hast du denn einen Schutzanzug an? Ich habe euch gewarnt. Wenn ihr euch mir noch einmal nähert, werde ich keine Gnade walten lassen. Es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ich bin aber ein Reporter. Ich berichte und erzähle Geschichten. Ich bin kein Soldat. Reporter? Von so etwas habe ich noch nichts gehört. Bist du also nicht hier, um meinen Freunden und mir Schaden zuzufügen? Nein! Ich möchte den Menschen von dem, was hier vor sich geht, berichten. Die UdSSR hat dieses Gebiet als Sperrzone ausgeschrieben, ohne zu erklären bzw. genau auszuschildern, was war. Sie haben zwar gesagt, eine Atomkatastrophe, aber niemand weiß wirklich, was hier passiert ist. Hilf mir doch! Ihr wisst nicht, was uns dieser Abschaum mit diesen Experimenten angetan hat? Sie haben uns gefoltert, doch als wir die Energieversorgung zerstört hatten, konnten wir zwar fliehen, aber sie halten uns noch immer unter diesem Kraftfeld fest. Dann haben wir einen Pakt mit dieser Wodkaflasche Pluto oder wie der nochmal heißen mag geschlossen. Dieses Geheimnis kennt niemand auf der Erde. Wenn ich davon berichte, lassen die euch bestimmt gehen. Bitte töte mich nicht. Nein. Okay, okay.
Ich möchte wissen, kannst du uns helfen, hier endlich rauszukommen? Ja, natürlich. Erklären Sie mir das mit dem Kraftfeld, mit den Totenköpfen. Warum ist mein Lager verschwunden? Warte, zuerst hilfst du mir, das Kraftfeld zu zerstören und danach helfe ich vielleicht dir. Aber wie geht das? Du musst nach hinten in den Wald gehen, zu dem großen Schildgenerator und diesen dann ausschalten. Los, los, geh! Krasseste Aktion. Warum spricht ein Geist mit mir? Was hat das hier alles zu bedeuten? Er möchte, dass ich nach hinten gehe. Zu diesem großen Schild. Ich habe gar kein Schild gesehen. Was meint der damit? Okay, ich muss da jetzt hinter und in die Richtung rüber. Ach, was? Wie soll ich jetzt hier weiter vorgehen? Soll ich da wirklich jetzt hintergehen? Mein Kopf sagt nein, aber mein Reportageherz sagt ja. Ich gehe einfach hin. Ich habe die Kamera eh und die Übertragung läuft. Ich nehme alles mit auf, auch wenn ich es nicht überleben sollte. Was immer wahrscheinlicher wird. Hier ist ein Schwimmbad, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich muss das aber noch unbedingt fotografieren, bevor ich weitergehe. Ich brauche Fotos auch für die Dokumentation. Wer weiß, wie lange ich noch hier bleiben kann. So, von hier. Ja, sehr gut. Von hier fotografiere ich es. So, aber jetzt gehe ich weiter. Ich möchte jetzt herausfinden, was dieser Geist meinte damit. Mit Schildgenerator. Das ist irgendwie seltsam. Haben die hier Forschungsarbeit betrieben? Offiziell war es ja ein Forschungsreaktor. Doch, es war für zivile Nutzung die Forschung. Zumindest offiziell angekündigt. Vielleicht haben sie wirklich hier auch militärische Forschung betrieben. So, ich sehe noch immer kein Schild. Wo könnte der sein? Na, ich gehe jetzt mal einfach nach hinten und gucke dort. Okay. Hier ist alles nur Wald. Was ist das da hinten? Okay, da ist jetzt etwas. Das ist jetzt nur wieder so eine Hütte, eine kleine. Okay. Oh. Da ist eine Brücke, okay. Seltsam. Wieso sieht das Gras hier auf einmal so anders aus? Ich gehe daran jetzt nicht rein, ich gehe weiter. Okay, hier ist etwas gebaut. Da vorne. Ich sehe es schon. Wow. Was ist das? Was ist das bitte? Ein riesen Radarschild? Hä? Was könnte das denn bitte sein? Ich hoffe, der Geist spricht noch einmal zu mir und erklärt mir das, was hier los ist. Hier ist Wasser, scheint wohl kaputt zu sein. Okay. Ich gucke mal an Vorderseite des Gebäudes, was dort sich befindet. Die Sonne steht Gott sei Dank noch hoch. Es wird noch nicht so schnell Nacht werden. Das heißt, ich kann hier noch etwas erforschen. Aber ich bleibe nicht länger als 3 Nächte noch. Dann muss ich weg. Endlich. Hier steht nur ein Militärlaster. Ein kleiner Radarwagen. Eine Flugabwehr. Ein amerikanischer Panzer. Okay, Schienen. Die Schienen führen in diesen alten Bunker. Ich sollte mal in das Gebäude gehen. Was mich da wohl erwartet? Da ist was drin. Was ist das? Was ist da drinnen? Vorsichtig, ich traue niemandem. Ah, okay, es ist nur eine Skulptur. Eine Bärenskulptur. Gott sei Dank. Aber ein hässlicher Bär. Was ist das? Ein Militärposten? Mit modernen Rechnern? Grüne Tränke. Das Licht leuchtet auch noch. Aber es ist hier auch keiner anscheinend. Seltsam.
Extrem seltsam. Was hat ein Thron hier zu tun? Und warum ist hier die Europakarte abgebildet? Das sieht ja alles ziemlich neuzeitlich aus. Ach, ich weiß nicht, was das soll hier. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir durch einen Like. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich abonnieren. Und hier oben geht es zu den letzten drei Filmen oder Projekten wie World Dream und Herobrine und so weiter. Ja, ich bin noch immer beim Bundesheer, daher noch immer Vorproduktion. Aber ihr könnt was machen, ihr könnt auf meinen Real-Life-Channel, der unten in der Beschreibung ist, klicken. Und dann kommt ihr zu meinen Real-Life-Videos, dort seht ihr noch viel mehr. Facebook, Instagram und Twitter könnt ihr mir natürlich auch folgen. Haut rein und tschüss!